In den meisten meiner Videos, in denen ich über unsere Ernährung spreche, empfehle ich Ihnen Lebensmittel, die Sie öfter essen sollten. Heute schauen wir uns mal die andere Seite an. Es gibt nämlich Nahrungsmittel, die uns nicht nähren, sondern mit denen wir unserer Gesundheit wirklich schaden können. Die Produkte, von denen ich heute spreche, enthalten teilweise gefährliche Substanzen. Sie können Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs oder Alzheimer begünstigen. Was denken Sie? Was sind die ungesündesten Lebensmittel? Ich weiß, dass ich möglicherweise einige von Ihnen jetzt vergraulen werde. Aber bleiben Sie trotzdem dran. In 10 Minuten wissen Sie mehr und am Schluss werden Sie auch wieder etwas versöhnt mit mir sein. Lebensmittel. Dieser Begriff impliziert, dass das, was wir essen, uns nährt und unser Leben unterstützt. Die Nahrungsmittel, über die wir heute sprechen, liefern uns zwar Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Darüber hinaus haben sie für unsere Gesundheit aber wirklich keinen Mehrwert. Ganz im Gegenteil, wenn Sie sie häufig essen, können Sie damit sogar großen Schaden anrichten. Legen wir also los. Die ersten schädlichen Lebensmittel auf meiner Liste sind Pommes und Kartoffelchips. Sie sind echte Kalorienbomben und weil sie ein bestimmtes Verhältnis von Fett und Kohlenhydraten haben, fällt es uns echt schwer, mit dem Essen aufzuhören. Ich glaube, das weiß jeder von uns auch aus eigener Erfahrung. Dass Pommes zu den ungesündesten Lebensmitteln zählen, liegt aber auch am Acrylamid. Diese Substanz entsteht vor allem, wenn stärkehaltige Lebensmittel erhitzt werden. Der Zucker reagiert ab Temperaturen von etwa 120 Grad mit bestimmten Aminosäuren. Acrylamid gilt als wahrscheinlich krebserregend. In Studien zeigt der Stoff außerdem neurotoxische Effekte, beeinträchtigt die Fortpflanzung und kann das Erbgut verändern. Acrylamid findet sich in vielen Lebensmitteln, zum Beispiel in Kuchen, Keksen, anderen Backwaren und Fertigteig aus dem Kühlregal. Wird Weizenmehl mit Zucker und billigem Fett kombiniert und gebacken, essen Sie neben Acrylamid noch eine weitere toxische Substanz, die sogenannten Transfette. Transfette entstehen, wenn ungesättigte Fettsäuren hoch erhitzt oder teilweise gehärtet werden. Früher war Margarine eine der größten Transfettquellen. Weil diese strukturell veränderten Fette sehr schädlich für die Gesundheit sind, werden sie von der EU inzwischen streng reguliert. Früher hat man sie aber gepriesen. Fertig zubereitete Produkte dürfen aktuell nicht mehr als 2% Transfette enthalten. Das sagt Ihnen aber leider nicht, wie viele in Ihrem Schokocroissant stecken oder in den Produkten, die Sie zu Hause selbst zubereiten. Damit komme ich zum nächsten Punkt meiner Liste, das Popcorn. Gerade die Mikrowellenvariante für den heimischen Kinoabend enthält oft mehr Transfette, als Sie an einem ganzen Tag essen sollten. Dazu kommen zweifelhafte künstliche Aromastoffe. In manchen Ländern enthalten die Beutel zudem giftige Chemikalien wie Perfluoroktansäure. Da kann man echt nicht guten Appetit wünschen. Über Glykation haben wir ja schon öfter gesprochen. Advanced Glycation End Products, kurz AGEs. Darüber habe ich auch schon mal ein ausführlicheres Video gemacht. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. AGEs fördern Entzündungsprozesse, oxidativen Stress und vorzeitige Alterserscheinungen. Sie stehen zum Beispiel im Zusammenhang mit Diabetes, Atherosklerose, Herzinfarkt und Alzheimer. AGEs entstehen, wenn sich Zucker an Eiweiß- oder Fettmoleküle klebt. Das passiert entweder bei Stoffwechselprozessen im Körper oder wenn bestimmte Lebensmittel hoch erhitzt werden. Wissen Sie, wo sich besonders viele dieser Verbindungen tummeln? Zum Beispiel in Ihrem Wiener Schnitzel. Paniertes und frittiertes Fleisch
zählt zu den größten AGE-Sündern. Bestellen Sie also lieber etwas anderes, wenn Sie im Lokal sind. Mit Fleisch ist es ohnehin so eine Sache. Einerseits hat es eine sehr hohe Nährstoffdichte, andererseits zeigen Studien, dass hoher Fleischkonsum das Risiko für viele Erkrankungen erhöht. Ganz besonders schädlich ist verarbeitetes Fleisch, wie zum Beispiel Salami oder Bratwurst. Die Weltgesundheitsorganisation hat es 2015 als karzinogen der höchsten Stufe klassifiziert. Erstens stecken in Fleischprodukten oft große Mengen gesättigter Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel steigen lassen. Zweitens bilden sich auch hier beim Erhitzen schädliche Substanzen wie AGEs oder heterozyklische Amine. Gerade verarbeitetes Fleisch kann außerdem Nitrosamine enthalten, die das Darmkrebsrisiko erhöhen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, hält die Mengen an Nitrosaminen, denen wir in der EU ausgesetzt sind, für bedenklich. Auch auf das, was Sie trinken, sollten Sie ein Auge haben. Sehr viele Menschen unterschätzen, wie schädlich Softdrinks sind. Mit jedem Glas Cola, Fanta, Limonade oder Eistee trinken Sie leere Kalorien und puren Zucker. Weil die Kohlenhydrate weder durch Ballaststoffe noch durch Eiweiß gepuffert werden, schießt der Blutzucker in die Höhe und sackt kurz darauf in den Keller. Sie bekommen Heißhungerattacken und erhöhen ganz unbewusst ihr Risiko für Übergewicht, Diabetes, Osteoporose und viele andere Krankheiten. Eine brandneue Meta-Analyse des National Cancer Center in Südkorea kam zu dem Ergebnis, dass Softdrinks das Risiko für Magen- und Darmkrebs signifikant steigern, ganz abgesehen natürlich von Diabetes. Sie denken, dann trinke ich eben stattdessen ein Glas Apfelsaft. Auch nicht unbedingt empfehlenswert. Industriell hergestellte Fruchtsäfte sind nicht unbedingt viel gesünder als Softdrinks. Achten Sie unbedingt auf den Zuckergehalt. Sofern es sich um einen frisch gepressten Saft handelt, idealerweise aus dem Slow Juicer, liefern Sie wichtige Vitamine. Die Ballaststoffe werden beim Saftpressen aber größtenteils herausgefiltert. Deswegen in Maßen und in der ersten Tageshälfte genießen, da abends die Insulinsensitivität etwas geringer als morgens ist. Das bedeutet, Sie brauchen abends mehr Insulin als tagsüber, um den Zucker zu verarbeiten. Meine Empfehlung, genießen Sie auch regelmäßig einen hausgemachten Smoothie aus ganzen Früchten, da hier die wertvollen Ballaststoffe erhalten bleiben. Oder noch besser, essen Sie viel ganzes Obst. Reines Wasser hingegen ist natürlich essentiell für Ihren Körper und Ihre Gesundheit. Aber auch beim Wasser gibt es große Unterschiede. Welche das sind und auf was Sie speziell achten müssen, erfahren Sie in meinem kostenlosen Online-Webinar. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung unten. Fisch ist doch eigentlich sehr gesund, oder? Schließlich bekommen wir durch ihn Protein und die wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Das stimmt zwar, trotzdem würde ich Fischkonsum heute nicht mehr ohne Einschränkungen empfehlen. Viele beliebte Fischsorten sind nämlich massiv mit Schwermetallen belastet. Zwei Beispiele sind Schwertfisch und Thunfisch. In ihnen zeigen sich unter anderem hohe Werte an Methylquecksilber, eine sehr giftige, anorganische Quecksilbervariante. Es reichert sich in der Niere an und kann die Leber, die Fortpflanzungsorgane und das Immunsystem beeinträchtigen. Weil Methylquecksilber die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann, ist es sehr gefährlich für Gehirn und Nervensystem. Ältere Frauen und Schwangere sollten besonders vorsichtig sein. Wenn sie Fisch essen, greifen sie lieber auf kleinere und heimische Sorten zurück. Das letzte Lebensmittel, das ich noch erwähnen möchte, könnte Sie vielleicht überraschen. Leider wissen wir heute, dass Reis oft große Mengen an giftigem Arsen enthält. Das gilt übrigens auch für Bio-Reis.
Der Grund dafür ist, dass Reis vor allem auf Böden wächst, die von Natur aus viel Arsen enthalten. Um den Arsengehalt zu reduzieren, habe ich zwei Tipps für Sie. Weichen Sie den Reis vor dem Kochen ein paar Minuten ein und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab. Anschließend kochen Sie ihn mit der Pasta-Methode. Das bedeutet, Sie verwenden reichlich Wasser und gießen es ab, sobald der Reis gar ist. Dann gehen zwar ein paar Nährstoffe verloren, aber auch das meiste Arsen. Damit wäre ich am Ende meiner Liste. Mit welchen dieser Lebensmittel hätten Sie eigentlich nicht gerechnet? Ich möchte betonen, dass diese Produkte Sie nicht umbringen werden, wenn Sie sie sich ab und zu mal gönnen. Aber sie sollten nicht zu Ihren täglichen Essgewohnheiten gehören. Wenn Sie viel Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte essen und so oft es geht frisch kochen, können Sie sich auch mal eine Currywurst mit Pommes gönnen, wenn Sie draufstehen. Oder beispielsweise die Pommes im Airfryer zubereiten, die schmecken dann auch besser. Aber spüren Sie dennoch nach dem Essen mal in sich rein, wie Sie sich damit eigentlich fühlen. Und jetzt noch ein abschließender Tipp. Viele der schädlichen Substanzen entstehen erst bei hohen Temperaturen. Wenn Sie zu Hause kochen, können Sie das Risiko minimieren, indem Sie Lebensmittel schonend zubereiten und nicht zu braun werden zu lassen. Sie erinnern sich, vergolden, nicht verkohlen. Ganz herzlich, Ihr Ulrich Bauhofer.